Hallo und herzlich willkommen bei Chrissylicious. Heute gibt es wieder ein ganz schnelles Rezept, denn wir zaubern zusammen eine ganz, ganz leckere Pflaumen-Zimt-Marmelade. Wenn ihr wissen wollt, wie einfach das geht, dann bleibt dran. Ich bereite das Ganze natürlich im Thermomix zu, denn da können wir drinne kochen und direkt auch pürieren. Wenn ihr keinen Thermomix habt, ist es kein Problem, dann könnt ihr das Ganze einfach im Topf machen, braucht dann einfach nur einen Stabmixer oder einen anderen Mixer, wo ihr das dann umfüllt. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten und dann starten wir gleich los. Für unsere leckere Zimtpflaumenmarmelade benötigen wir einmal 1 Kilogramm Pflaumen, die schon mal entsteint. Dann habe ich hier 500 Gramm Gelierzucker, 2:1. Entweder benutzt man schon diese Fertigmischung oder die Gelfix. Dann braucht man einen Beutel Gelfix und 500 Gramm Zucker. Dann benötigen wir noch einen Esslöffel Zimt, einen Teelöffel Vanilleextrakt. Wer das nicht hat, benutzt einfach Vanillepäckchen, Vanillezuckerpäckchen und den Saft von einer halben Zitrone. Und bevor wir jetzt mit dem Rezept starten, sucht ihr euch jetzt erst einmal eure Marmeladengläser aus. Entscheidet euch da einfach für die Größe, die ihr gerne mögt. Wenn man die verschenkt, sind natürlich kleine Gläser ganz praktisch. Und für zu Hause, muss ich sagen, finde ich persönlich die Tulpengläser von Weg perfekt. Da passen ungefähr 220 Milliliter rein, von denen braucht ihr dann ungefähr 6. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch eure Marmeladengläser aussucht und dann schon mal auskocht. Ich starte da meistens auch immer parallel mit. Die sollten nämlich danach schön heiß sein, wenn wir die Marmelade einfüllen. Und entweder sucht ihr euch jetzt quasi die Variante im Kochtopf aus. Da tue ich einfach immer alles im Kochtopf mit Wasser, Deckel zu und lasse das Ganze ungefähr für 10 Minuten kochen. Oder so wie ich jetzt, ich habe den Dampfgarer, da ist das noch ein bisschen einfacher. Dann verteile ich alles auf dem Blech und stelle den Dampfgarer einfach auf 10 Minuten Dämpfen ein. Und jetzt geben wir einfach alle Zutaten in den Mixtopf und stellen den Thermomix auf 15 Sekunden Stufe 10 und lassen das Ganze schön pürieren. Und danach schieben wir mit dem Spatel alles nach unten. Und jetzt lassen wir das Ganze für 13 Minuten 100 Grad Stufe 2 köcheln. Wenn das fertig ist, dann habt ihr eure Gläser schon direkt, ich lege die immer auf ein Handtuch, lege die hin und mache das Ganze mit einem Einfülltrichter und dann füllen wir die gleich auch schon direkt ein. Und das Wichtige beim Befüllen ist auf jeden Fall, dass ihr aufpasst, dass ihr alles schön sauber arbeitet. Die Marmeladengläser mit der Marmelade befüllt, danach direkt den Deckel verschließen. Wenn ihr die Twist-Off-Deckel benutzt, dann verschließt ihr das Ganze, dreht es direkt um, lasst es für 5 Minuten kopfüber stehen und stülpt das Ganze wieder um. Wenn ihr die Weggläser benutzt mit dem Gummirand, dann ist es wichtig, dass ihr sie einfach stehen lasst, sonst kann sich nämlich oben an diesem Gummiring Schimmel bilden. Da würde ich dieses Umdrehen nicht machen, nur bei den Twist-Off-Gläsern. Ja, und dann verschließen wir das Ganze und ganz, ganz wichtig, lassen das Ganze einfach nur dann so auskühlen. Meine Güte, das war es auch schon wieder von mir. So schnell war das Rezept. Ich liebe immer so schnelle Videos. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus. Es schmeckt wirklich super lecker. Und vor allen Dingen auch ich, der eigentlich gar nicht so Pflaumen mag, finde das wirklich gut. Wir essen es alle und lieben es alle und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox, das verlinke ich euch, genauso wie meinen Shop. Da findet ihr meine Pampered Chef Produkte und die Sachen, die ich nicht gefunden oder die ich benutzt habe, die es nicht bei Pampered Chef gibt, die verlinke ich euch einfach über den Amazon-Link. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.